Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo K-Mechanik-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt K-Mechanik-Simulator 2021. Wir haben weitere Aufträge zu erledigen. Ich habe mal ein bisschen Musik in den Hintergrund angemacht. Es kann sein, dass ich die noch austausche. Ja, also das ist eigene Musik und ich weiß nicht, ob das so wirklich das ist, was hier zu dem Let's Play passt. Und außerdem war es auch nicht so gut jetzt unbedingt. So, was hatten wir denn hier als Auftrag? Bremsflüssigkeit sollen wir nachfüllen, Kühlmittel sollen wir nachfüllen, Servolenkungsflüssigkeit sollen wir nachfüllen und Wischwasserflüssigkeit sollen wir nachfüllen. Er sagt nachfüllen, er sagt nicht austauschen. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, ne? Also das hier, das wird sowieso nachgefüllt irgendwie. Lernen wir mal rein. Das soll es gewesen sein. Das müsste Max sein. Ich bin gerade noch mal am gucken, ob hier irgendwo Max steht. Nee, sorry. So, so rum. Also ich finde die Angaben hier da drüben. Eieiei. Ja, also wir sind drunter. Passt. Wir orientieren uns in Zukunft an dieser Kante. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, jetzt ist die Frage, muss ich das rausholen oder nur auffüllen? Das ist sehr leer. Aber ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher. Teile abbauen. So, wo ist es? Da kommt. Ist genug. Gerade so Maximum. Hätte ein bisschen weniger sein dürfen. Waren wir ein bisschen sehr euphorisch. So, Bremsflüssigkeitsbehälter. Das ist ja alles leer. Was hat denn der Kalle geschafft? So, wir tauschen aus. Das ist mir einfach zu riskant. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, ob man das einfach auffüllen kann. Ich sehe nichts. Hallo, wieso kann ich das nicht drehen, einen Winkel ändern? Gut, dann hören wir einfach hier auf. Das ist bescheuert, wirklich. Also das ist schlecht gemacht, dass der Motorblock da im Weg ist. Aber gut, wenn der die Flasche so ein bisschen zurückneigt, dann ist es ja meistens. So, was sollten wir noch machen? Kühlmittel. Kühlmittel? Oh, Schande. Holen wir auch mal das alte Zeug raus. Giftgrün. Ich vergesse es immer wieder. So, und auch hier kann ich einen Winkel nicht ändern. Aber man sieht es wenigstens einigermaßen. So, kippt zurück. Also wird es wohl ausreichend sein. Gucken, ob hier irgendwo Max dran steht. Dass wir das auch verifizieren, dass das wirklich das Maximum ist. Cold Fluid. Kein Max. Steht nirgendwo Max oder bin ich einfach nur blind?
vielleicht lernen wir es irgendwann mal irgendwo, was Maximum ist und was nicht. So, können wir die Haube wieder zumachen. Wir gucken nochmal rein in Auftrag. Das war's. Mehr gibt's nicht. Relativ wenig Einnahmen. Für den relativ einfachen Job. So, wir stellen den raus auf Platz 3. Wir können 3, wow. Okay. Ja, und dann geben wir den dem Eigentümer zurück. So, weg ist das Auto. Kann ich hier reingehen? Du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ja, vielleicht sollten wir mal aufräumen oder so. Ja, keine Ahnung. Dann packen wir den mal auf die Hebebühne 1. Ich weiß gar nicht, was wir bei dem machen sollten. Ich glaube, da war ein Bremsencheck angesagt. Und ich bin ganz ehrlich, wenn der repariert ist, braucht er eine Testfahrt. Das ist eindeutig. Ich glaube, das seht ihr genauso, oder? Dass der eine Testfahrt braucht. Boah, ich wollte gerade sagen, hängt da gerade? So, ABS-Hydroaggregat, ABS-Steuergerät, Bremsbeläge, Bremssattel. Gott, ist die Musik, ist die laut. Also, die kommen mir lauter vor, wie die andere Musik, die ich immer hatte. Und das, obwohl ich schon leiser gemacht habe, alles. Gut, Bremsscheiben-Innenbelüftung. Bremsscheiben-Innenbelüftung. Moment, da ist doch ABS-Gedöns. Hier ist doch ABS. Boah, ja. Oh, ja. Das geht ja gar nicht. Das ist ja komplett kaputt. So, was ich brauche, ist das hier. Und das andere kann ich nicht mehr hinzufügen. So, gut, das haben wir ausgebaut. Falscher Knopf gedrückt. Bremsbeläge, Bremssattel, Bremsscheibe. Gut, wir machen erstes ABS-Gedöns. Das brauchen wir nicht mehr. Kardanwelle brauchen wir auch nicht. Was? Wahnsinnig. So, das hier brauchen wir. Ablehnen, das hier brauchen wir. Okay, gibt's hier nicht. Wo gibt's das, wenn es das hier nicht gibt? Electronic Parts. Gibt's das hier? Tatsache. Boah! ein neues Auto wäre billiger gewesen. Wir kaufen dir dein Auto ab. Mal guck mal, wie voll hier alles ist, ja? Da, ich habe ja meine Kunden nur mit der Hälfte rausgeschickt. Ja, alles überfüllt hier. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Da, guck mal, das ist überfüllt. Da steht Max und Min und das ist so voll. Da ist viel zu viel drin. Das ist nicht gut. So, wir bauen das neue Steuergerät ein. Hydraulik-Dings ein, das neue Steuergerät ein. So rum. So. Dann können wir den Deckel runter machen. So, und dann gucken wir mal, ob wir von innen sehen, da ist was an dem Rad. Also eigentlich ist es ja falsch, das machen wir jetzt auch. Wir machen das jetzt richtig, ja? Wir bauen jetzt alle Räder ab. Weil es gibt ja EP. Wir kriegen ja mit jedem Teil, was wir abbauen, Erfahrungspunkte.
So, das hier rausnehmen. Und dann gehen wir noch hier drüben das Rad abmontieren. Das sieht aber alles gut aus. Gucken wir noch hier hinten. Ey, alles, was wir abbauen, gibt Erfahrung, ja. Ich habe schon, ohne Witz, in 2015, ne, habe ich ganze Autos zerlegt. Um zu gucken, wie viel Erfahrung ich mit einem Auto generiere. Könnte durchaus passieren, dass ich mich privat hinsetze. Und auch eine Werkstatt nehme und dann jedes Kundenauto komplett zerlege, um mal zu gucken, wie viel Erfahrung das bringen wird. Weil ich glaube, das ist gar nicht mal wenig. Wobei du die EPs gar nicht mehr brauchst. Also das ist ja das Verrückte in diesem Spiel, ist ja. Ich zeig das auch gern nochmal und erkläre den Unterschied zu den Vorgängern. Bei den Vorgängern hast du ja die EPs gebraucht, ja. Vielleicht waren sie deshalb dort auch so sparsam mit der Herausgabe der Erfahrungspunkte, dass du nicht zu schnell levelst. Aber das ist ja gar nicht, also ich meine, eigentlich musst du ja schnell leveln. Hört sich blöd an. Dieses Spiel spielt keiner für den Progress. Dieses Spiel spielt jeder fürs Endgame. So, da müssen wir die Bremse montieren. Also vielleicht ist meine Denke da auch noch ein bisschen falsch, ja, dass ich sage, von wegen, lass uns alles abmontieren, das gibt Erfahrung. Weil die Erfahrung, die macht nicht viel. Also früher war alles abhängig von der Erfahrung. Der Ausbau, die Geräte, die Aufträge. Und hier ist das nicht wirklich der Fall. Also ich muss da auch umdenken. Ich baue noch viel zu viel Zeug ab. So, das wollen wir mal draufsetzen, das wollen wir mal draufsetzen und das wollen wir mal draufsetzen und das hier können wir runternehmen. Ich hoffe, das hat er runtergenommen und nicht draufgesetzt. Doch, er hat es draufgesetzt. Aber das Schöne ist, weil es zweifache ist, kann ich schneller wegnehmen. So, wir suchen die Innenbelüftung. Gibt es dann wahrscheinlich wieder hier. Ja, genau. So, wir suchen so eine. So ein und so ein. So, dann bauen wir das mal wieder zusammen. Das passt. So, dann können wir hier noch das Rad draufsetzen. Und dann erkläre ich es nochmal. Also, weil das ist ein Denkfehler, den ich mache. Den braucht ihr nicht auch machen. Die Erfahrungspunkte, die braucht ihr im Prinzip nur für das hier. Ja, also wir haben jetzt praktisch ein Level. Und wir können jetzt irgendwas verbessern. Wir können jetzt sagen, okay, wir wollen verkürzte Zeit für Untersuchungen. Wir wollen Rabatt. Von mir gekaufte Teile, wir wollen 10% höhere Montage- oder Demontagegeschwindigkeit, wir wollen höhere Schraubgeschwindigkeit, wir wollen die Fähigkeit, Teile zu reparieren. Oder wir wollen uns schneller bewegen. Ja? Und für mich ist jetzt das hier am interessantesten erstmal. Wie mache ich das? Auch so halten. Genau. So, und jetzt würde praktisch der zweite oben drüber, den kann ich jetzt freischalten. Das heißt, ich bin ja hier frei in meinem Tun. Das heißt, die Reparaturfähigkeit wird für mich interessant, wenn wir eine Werkstatt haben. Und das hier wird für mich interessant jetzt am Anfang. Und den Rest, ich weiß nicht mal, ob ich den überhaupt brauche unbedingt, ja. Und das Eigentliche, was früher auch von den EPs abhängig war. Das ist ja jetzt geldabhängig und das finden wir jetzt hier und das finde ich um Welten besser. Wirklich, um Welten besser. So, bist du repariert? Wir gucken mal. Also ist alles gemacht. Also es ist eindeutig, dass dieses Auto jetzt eine Probefahrt braucht. Mal gucken, ob ich eine Probefahrt machen kann mit dem Auto.
Oder ob es hier gar keine Probefahrten gibt, weil irgendwie das andere Probefahren hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Weil wir bewegen das Fahrzeug mal auf den ersten Stellplatz. Ich glaube, die haben die Probefahrten rausgemacht. Sehe ich das richtig? Nee, haben sie nicht. Wollte schon sagen. Teststrecke. Da ist die Teststrecke. Ah. Es geht, es geht. Du musst über M auf die Karte gehen und dort die Teststrecke auswählen. Dann kannst du Probefahrt machen. Ich habe schon gedacht, die hätten die Probefahrten entfernt. So, ich kenne mich nur dummerweise hier nicht aus. Oh Gott, ist das Fahren schwer. Mit WASD. Kann ich ja gar nicht. Boah. Okay, das war die Testfahrt. Ja, stell mich an wie der erste Mensch, weil mit WASD, ich... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann mit WASD kein Auto fahren. So, und dann sagt er uns den Zustand von allen möglichen Sachen, die alle gut in Schuss sind und von daher alles perfekto. Auto passt. So, was können wir noch machen? Meine Werkstatt, Parkhaus, Teststrecke, Rennstrecke, Händler, VMAX-Teststrecke. Benötigter Zustand 15. Was ist denn bitte schön ein benötigter Zustand? Das arme Kundenauto wird mal richtig gequält, weil ich mal wissen will, was wir alles machen können. Und da müssen wir mal rauskriegen, was der benötigte Zustand ist. Kann es sein, dass wir renovieren müssen? Boah, da brauchen wir aber viel Geld. Da brauchen wir Aufträge, die viel Geld bringen. Wie lange geht denn das endlos geradeaus? Okay, es geht nicht endlos geradeaus. Wenn wir in die Wand fahren, hatten wir 274 drauf. Wir wären wohl tot. Und das Auto wäre total Schrott. Und wir hatten die Endgeschwindigkeit noch nicht erreicht. Ja, ich bin der festen Überzeugung, wäre es länger gewesen, hätten wir noch mehr Speed drauf gekriegt. So, ich muss mir gerade nochmal einen Fahrzeugzustand angucken. Nicht, dass der jetzt wirklich kaputt gegangen ist, weil wir da irgendwo reingerauscht sind. Karosserie ist nur bei 66%, aber wir haben sie nicht kaputt gemacht, hoffe ich doch, oder? Nichts Genaues weiß man nicht. So, können wir noch irgendwie was Schönes machen? Eine Rennstrecke gibt's noch. Was ist das denn? Fragezeichen. Ach, Scheune. Gibt's erst ab 10. Auktion gibt's ab 15.
Das ist ein Händler. Schrottplatz gibt's ab 5. Wo ist unser Auktionshaus, Schrottplatz, Scheune. Workshop-Strecken. Was heißt Workshop-Strecken? Kann ich da meine eigenen Strecken designen? Wird immer doller. Was hat denn der Händler eigentlich so zu bieten? Hallo Händler. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was der Händler so zu bieten hat. Spiel ist ja neu. Fahrzeuginfo, Inspektionsmodus, Kameramodus. Auswählen, schließen. Ich habe gedacht, der hätte vielleicht auch Gebrauchtwagen hier oder so, die man kaufen könnte. Hier ist keine Sau. Hallo. Habt ihr zu oder so? Tortenmenü öffnen. Fahrzeuginformationen. Aha, ich kann Autos kaufen. Neuwagen. Wieso soll ich Neuwagen kaufen? Okay. Ja gut, ich meine, das ist natürlich schon nice, wenn du sagen kannst, hier, ich kaufe mir jetzt so einen Neuwagen. 240.000, weil ich die Kohle habe. Und dann tune ich den und dann fahre ich damit durch die Gegend. Aber ich meine, wo willst du hier mit rumfahren? Auf der Rennstrecke höchstens. Also, ja, Händler, ich weiß nicht, braucht man Händler? Ich glaube nicht, dass wir einen Händler brauchen, oder? Also ich will höchstens Autos verticken beim Händler, aber ich glaube, das geht nicht. Warum soll ich mir beim Händler Autos kaufen? Es sei denn, die Rennstrecke hätte was zu bieten mit einem eigenen Auto, was ich noch nicht... dass man dann sagt, okay, ich brauche ein stärkeres Auto, um auf der Rennstrecke zu gewinnen. Aber so einen richtigen Sinn ergibt es gerade im Moment nicht. Warum ich vom Händler ein Auto kaufen soll. So. Lieber Kunde, hier steht dein Auto. Bestens in Schuss. Wie wir sehen, wir haben auch keinen Lackschaden vorne, obwohl wir mit 274 Sachen gegen eine Wand gebrettert sind. Aber alles ist noch bestens in Schuss und wir kriegen von dir 2564 Credits. Dankeschön. So, wir haben wieder 4000. So, dann gucken wir mal, wie wir uns verbessern können hier. Also ich meine, es hört sich jetzt blöd an, aber was ist das, was die da sagen? Ich meine, das ist Bewegung, das ist Restaurator. Also da können wir halt Teile restaurieren. Das brauchen wir auf jeden Fall bis ganz oben. Parkgasse um 50% günstiger. Müssen wir Autos, die wir wo abstellen, oder können wir das dazu kaufen? Das können wir wahrscheinlich dazu kaufen. So, da kriegen wir nochmal 5% Rabatt. Da können wir Autos schätzen. Da kriegen wir nochmal 5%, also 15%. 25%ige Wahrscheinlichkeit nach dem Abschluss einer Bestellung einen mysteriösen Fall zu erhalten. Mysteriöser Fall. Ja, aber wo finde ich Ausbau? Ist das hier der Ausbau? Also ich... Das kapiere ich gar nicht, was das sein soll. Eine zweite Hebebühne. Das verstehe ich. Die Autowäsche und also ich bin geneigt, mal zu probieren. Wir kaufen mal die Autowäsche dazu.
So. Wenn wir jetzt hier hinten rausgehen, haben wir hier den Autowaschsalon. So, und da haben wir dann die Möglichkeit, Innenraumpflege zu machen. Ach, jetzt verstehe ich das. Das ist Innen. Das ist nicht die Raumpflege von der Werkstatt, das ist die Innenraumpflege von einem Auto. Und das ist halt hier Fahrzeug, an dem du arbeiten kannst. Ja, kannst du dann sprühen. So, das haben wir dann auch mal gelernt. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ist das jetzt Ausbaustufe 1 oder so? Wie viel gibt es denn da insgesamt? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. 11. Wie kann ich Ausbaustufe 15 kriegen, wenn ich 11 ausbaue? Okay, vielleicht hätte ich doch das Tutorial spielen sollen, weil ich weiß nicht, was die mit Ausbaustufe meinen. Ich weiß nicht, worauf wir uns konzentrieren müssen. Es ist gerade kompliziert zu erklären. Also wir müssen das ganze Gelände hier ausbauen. Ich meine, ich finde es auch cool, dass wir uns außen rum bewegen können. Wir müssen das ganze Gelände hier ausbauen und aufbauen und renovieren. Aber wie genau wir das machen, ist mir noch ein Rätsel. So, was gibt es denn für Aufträge? Das ist ein Kampagnenauftrag. Und die wollen Stoßdämpfer. Wir nehmen beide Aufträge an. Der Kampagnenauftrag rennt ja nicht weg. Auto Toto La Vettino. Ja, der hat einen Gelb. So, Auto ist eigentlich noch relativ gut in Schuss. Spurstange. Das ist das Einzige, was kaputt ist. Das ist ja eine schnelle Reparatur, wenn man das so sieht. So, wir hauen mal Teile weg. Teile verkaufen, alles unter 30%. Tschüssi. So, dass wir uns auf den hier konzentrieren können. Und den packen wir mal schnell auf Hebebühne 1. Und dann gehen wir nochmal zum Telefon. Ah, da gibt es noch einen. Der hat das gleiche Problem, aber mit Bremsen. So, und also das hier ist halt wichtig. Das ist die Kampagne, ja. Mal gucken, ob wir die Kampagne vorantreiben können. So, das sieht eigentlich auch noch ganz gut in Schuss aus. Oh, okay. Not really. Teil nicht gefunden, da geht's schon los. So, wir haben Zündspule, Zündkerzen, Umlenkrolle, das ist ach du Schande, das ist der Motorblock. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns bei dem hier mal schnell an, was das Problem ist, weil wenn das nur die Spurstange ist, das ist ja schnell gemacht normal. Also zumindest hier im Simulator ist das schnell gemacht. In echt dauert auch das ein bisschen. So, welche Spurstange? Der hat hinten gar keine, wenn ich das richtig sehe. Ah, oh, das ist ein Elektroauto. Der hat... Oh. So, da... Da sind die Spurstangen, da. Das ist nur die eine Spurstange hier drüben. Das hat so einen Aufwand.
So, da haben wir das Rad ab. Das müsste normalerweise reichen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt abbauen muss, aber das nimmt normalerweise das Gewicht dann hier von runter. Dann kannst du hier die Spurstange rausziehen und die soll wohl das Problem sein. So, da haben wir eine Spurstange. Gibt nur eine. Es ist nicht so, dass jedes Auto eine andere Spurstange hätte. Es gibt nur eine einzige Spurstange. Car Simulator Simplified ist das. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch komplizierter wird. Mit anderen Teilen, wo du dann wirklich ganz genau drauf achten musst, was du da hast. Dann weiß ich, wer dann wieder rumheult. Wenn das Falsche kauft. Ich kenne da einen. Der sitzt gerade hier vom Rechner und nimmt auf. So, einmal Knöpfchen runter. Nicht Telefon. Auftrag. Genau. Ich will nämlich gucken. Das war's. Das war alles. Das war alles. Das ist ein scheiß 40-Euro-Auftrag. Okay, wenn das nur so ein 40-Euro-Auftrag ist, dann will ich mit dem wenigstens mal Beschleunigungsfahrt machen, weil das ist ein Elektroauto. Das ist ein Elektroauto. Das wird jetzt ganz anders laufen wie mit dem anderen. Der hat ja schön geschaltet. Bin mal gespannt, wie das hier läuft. Wow. Der zieht ja richtig ab. Boah, den zu kontrollieren ist schon nicht so einfach. Der schaltet nicht, der geht einfach durch. Ich habe nur einen Fuß vom Gas genommen. Oha. Also wenn sich ein Elektroauto so fährt, dann lieber kein Elektroauto. Hat er keine Traktionskontrolle? Wir müssen ihn erstmal auf Speed bringen, bevor wir da richtig Gas geben können. Boah, und lenken ist ganz schwer hier drin. Und sobald ich einen Fuß vom Gas nehme, haut's den einfach weg. Was ist das da? Das ist ein Flughafen. Oder? Apron? Das ist ein Flughafen und ich mache ein Training auf einer Start- und Landebahn. Tatsache. Na gut, wir hatten genug Spaß. Gehen wir zurück zur Werkstatt. Also Elektroauto wird richtig simuliert. Du kannst volle Kanne durchziehen. Es gibt nur einen Gang. Let's fetz. Ja. Von eben aus dem Stand auf 184 ohne einmal zu schalten. Einfach elektromäßig durchgezogen. Und du kannst auch wunderbar Donuts damit machen, wie es aussieht. Der hat nämlich Drehmoment. So, haben wir die Räder damit jetzt ruiniert? Oder hat das alles keine Auswirkung? Ne, es hat keine Auswirkung, glaube ich. Ja, es ist schwer, das Fahrzeug zu steuern. Ich habe die Spurstange repariert. Es ist immer noch schwer, das Fahrzeug zu steuern. Das liegt an dem Fahrzeug. Das liegt nicht daran. Okay. Roleplaying. Auto wird vors Haus gefahren. Und dann hier an den Kunden übergeben. Ganze 40 Euro. Ich bin begeistert. Ohne Ende. Dass ich 40 Euro krieg für die Spurstange tauschen.
So, bei dem wird es ein bisschen komplizierter, wie es aussieht. Den Auftrag machen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal. Hallo, ich heiße Johanna. Mein Nachbar hat dich empfohlen. Er ist Autohändler. Du siehst wie ein vielversprechender Mechaniker aus, obwohl ich gehört habe, dass du die Werkstatt erst vor kurzem eröffnet hast. Die Jahresinspektion ist bald fällig. Mein Kumpel scheint keine Probleme zu haben, aber du hast, das kannst du bestimmt viel besser beurteilen. Bitte das Öl und alle Filter wechseln und alle Flüssigkeiten auffüllen. Ich war in der letzten Zeit zu beschäftigt dafür. John erwähnte, dass ein Klopfen der Nockenwelle zu hören ist. Ich weiß nicht, was er meint. Vielleicht macht es für dich mehr Sinn. Wie auch immer. Bitte pass gut auf mein Auto auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wunderbar. Ja gut, so ein paar Sachen können wir jetzt noch machen. Ich sag mal, das Öl ablassen zum Beispiel können wir jetzt mal machen. Und alle Flüssigkeiten rausnehmen können wir jetzt mal machen. So, ja. Wir entfernen alle Flüssigkeiten. Ich hoffe, das ist kein Fehler, aber ich meine das so verstanden zu haben, wie dass wir alles machen sollen. Das ist voll. Seid ihr euch sicher? Alle Teile verkaufen unter 30%, hört sich gut an. Die will, dass ich alles wechsle. Das macht doch gar keinen Sinn. Ding ist voll. Ich ziehe Behälter leer, wo ich mir die Frage stelle, so, sorry. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Da hinten ist noch einer. So, sind erstmal alle Flüssigkeiten raus. So, und dann lassen wir mal ein paar Checks laufen. Wir können zum Beispiel mal einen Kompressortest machen. Okay. Irgendwie ist das jetzt doof. Ich möchte gern den wieder abwählen. Haben wir einen Bug gefunden? So, Kraftstoffpumpe und alles ist in Ordnung. Ah, jetzt geht das auch wieder mit weg. Aber ich glaube, wir haben einen Bug gefunden, wenn ich das auswähle. Das ist bei jedem Ding, was ich mache, mit dabei. So, wir gucken gerade mal die Profile durch. Alles über 80% auch okay. Multimeter. Also wir analysieren das Auto mal auf. Wir haben ja vier Teile, die wir suchen müssen, wo wir nicht wissen, wo dran es liegt. Also machen wir mal auslesen, ne? Okay, den hat er jetzt wieder rausgezogen. Das ist. Da ist was, Nockenwelle. Aber das wussten wir. So, schließen. Immer noch vier Teile, die wir nicht kennen.
Ja gut, wir haben alles rausgelassen, wir lassen jetzt noch das Öl ab, dass alle Flüssigkeiten raus sind und dann können wir den auch nicht mehr testfahren. Wir müssen dann halt alles reparieren, soweit wir können und dann müssen wir mal gucken, wenn er wieder fahrbereit ist, was die vier Teile sind, die wir noch nicht kennen. So, weg damit. Und jetzt ging es in die Hardcore-Arbeit, aber die sparen wir uns dann auf fürs nächste Mal. Ja, jetzt müssen wir das nämlich alles wieder auffüllen. Das ist ja alles leer. Das ist leer. Und die Teile hier. Und dann würde ich sagen, machen wir fürs nächste Mal das Auffüllen. Beziehungsweise wir fangen an, hier die Sachen rauszusuchen und zu ersetzen, weil um die Nockenwellen müssen wir den Motor auseinandernehmen. Vielleicht haben wir hier auch noch Teile im Motor, die wir gerade gar nicht sehen. Aber ich denke, dass das eher was ist, was mit der Aufhängung zu tun hat. Wir können mal gucken, ob wir schon irgendwas sehen hier. So, da haben wir Bremse, da ist ein Problem. Da haben wir auch Bremse, da ist ein Problem. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht. Tankkraftstoffpumpe sieht auch okay aus. Auspuff sieht okay aus. Mittelschalldämpfer sieht okay aus. So, hier haben wir ein paar abgenutzte Gummidingenskirchens. Ja, der war fertig. Der ist fertig. Die sehen gut aus. Sieht eigentlich auch gut aus. Also ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass es im Motor was ist, was kaputt ist, dass du außen nicht siehst, ja? Können wir mal die Ölwanne runternehmen? Das Öl haben wir ja rausgelassen. Oder irgendein blöder Filter, irgendwas. Kann ja auch sein. Sieht gut aus. Ich sehe hier keine rostigen Teile im Motor. Ja, ist eine echte Herausforderung jetzt, ne? Die vier Teile da zu finden. Also hier ist nix. Alles wie neu. Ah, wisst ihr, was das sein kann? Vier Sachen und Motor. Genau, da haben wir es auch. Da haben wir es auch. Da haben wir die Probleme schon gefunden. Wo lasse ich das Ding runter? So, wir haben hier so eine Zündspule, die nicht mehr okay ist. So, das muss ich eh runternehmen, also nehmen wir es gleich runter. Oh ja, die Zündkerzen.
So, da drüben haben wir die kaputte Nockenwelle, aber das hier ist viel schlimmer, die Zündkerzen. 31. Die ist noch gut. 26. Die ist noch gut. So, wir bauen wieder ein. Die 77. Wir bauen wieder ein. Die 82. Und dann brauchen wir 2 Zündkerzen. Ja. Gut, das soll es aber mal gewesen sein hier für diese Folge. An dem Auto arbeiten wir beim nächsten Mal weiter. Und dann klären wir hier alle Problemchen. Ich glaube, das ist ein schöner Screenshot. Den können wir, glaube ich, so als Thumbnail nutzen. Ne? Vielleicht so ein bisschen rüber, dass wir dann noch ein bisschen Text haben. Sollte passen. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier rumschrauben. Die nächste Folge sollte übermorgen kommen, weil ich das versuche, in meinen Uploadplan irgendwie so mit einzubinden, dass ich im Wechsel Spiele zeige. Und ja, gestern die Folge und heute die Folge. Das ist halt der Sache geschuldet. Es ist neu. Ich wollte zeigen, ich spiele es am Release-Tag und dann geht's weiter. Am Folgetag, weil da ist der Slot, wo es dann normalerweise käme. Und ja, dann kommt morgen wieder Kabel, glaube ich. Und dann geht es hier weiter. Ich bin raus. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.